Missing Robert. Von Hendrik Evert und Beate Stender. Die Regenstiefel fallen mir als erstes auf. Folge 2. Dicke, schwarze Regenstiefel mit Schlamm. Teils frisch, teils festgetrocknet, bestimmt steinhart. Sie schauen aus dem unteren Ende eines schwarz-grauen Regenmantels heraus. Die Plastikschicht verhüllt eine kleine Person, kleiner als ich. Ihr Gesicht kann ich unter der Kapuze in dem Regen und der Dunkelheit nicht erkennen. Der Regen prasselt laut auf die Kapuze. Ich spüre, wie mein Herz klopft. Das ist die Hütte von meinem Freund. Das glaube ich kaum. Ein Mann. Ein junger Typ. Bonnie, aus. Ach, und warum nicht? Mann, hat der mir einen Schreck eingejagt. Und jetzt steht er nur da und sagt nicht, was er will. Hallo? Normalerweise ist die Hütte leer. Jetzt? Um diese Uhrzeit? Nein, immer. Erst jetzt sehe ich, dass der Typ seinen linken Arm hinter seinen Rücken hält. Was hast du da? Bonnie, komm her. Langsam nimmt er den Arm nach vorne. Mir stockt der Atem. In der Hand hält er eine Axt. Verpiss dich. Nein. Bonnie, fass. Nein. Räum gerade den Baum da hinten weg. Bitte? Dieser kleine Typ räumt alleine einen Baum weg? Da vorne am Weg. Da ist einer umgestürzt. Ich habe den Hund gehört. Und dann habe ich gesehen, dass in der Hütte Licht brennt und... Ich starre wieder auf seine Gummistiefel. Die sind riesig. Und? Naja, also eigentlich steht die Hütte leer. Die benutzt niemand mehr. Außer hier bricht jemand ein. Er sieht mich lauernd an. Manchmal kommen die Jugendlichen hier hoch. Die brechen dann hier ein. Nur einbrechen wird schwierig, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist. Als ich gekommen bin, war die Tür nicht abgeschlossen. Der Typ versucht an mir vorbei in die Hütte zu spähen. Ich stelle mich breitbeinig in den Türspalt. Bonnie beginnt wieder leise zu knurren. Also, normalerweise ist die Tür abgeschlossen. Eine Weile starren wir uns an. Die Hütte gehört der Feuerwehr. Warum rückt er nicht einfach damit raus, was er hier will? Also, hier kann man eigentlich nicht einfach so übernachten. So richtig sicher ist es hier nicht. Verstehst du? Ist kein guter Ort. Wenn du nicht weißt, wohin, kannst du bei mir pennen. Bonnie, rein hier. Danke, kein Bedarf. Am nächsten Morgen bin ich wieder früh wach. Der Regen hat aufgehört. Bonnie stromert auf der Lichtung in den Pfützen umher. Ich sitze mit meiner Kaffeetasse auf der Türschwelle und strecke das Gesicht in die Sonne, so wie ich das zu Hause auch mache. Ich brauche die Morgenroutine, sonst komme ich nicht in den Tag. Ich starre auf die Wolken, die langsam am Himmel vorbeiziehen. Wo bist du, Robert? Kann es sein, dass du unser Jubiläum vergessen hast? Und wenn du es nicht vergessen hast? Wenn du hier irgendwo liegst, hilflos? Ich greife zu meinem Handy. Immer noch kein Empfang. Scheiße, so eine verdammte Scheiße. Ich lehne meinen Kopf an den Türrahmen, nur kurz die Augen schließen, den Vögeln lauschen und Kraft tanken. Vor mir steht der Typ von gestern Nacht. Er trägt wieder diese schrecklichen Regenstiefel, aber diesmal einen Kapuzenpulli und eine kurze Jacke. Hey. Mein Nacken. Ich bin wohl eingenickt. Hi. Was machst du schon wieder hier? Hab grad noch mal geguckt. Bei Tageslicht scheint er nicht zu stottern. Liegt wirklich keiner drunter. Man sieht ja nachts nicht immer alles. Beim letzten Mal war es nämlich anders. Ach ja? Ein Wanderer, schon älter. Der war hier allein unterwegs und den hat's voll erwischt. Da ist ein Ast abgebrochen, auf ihn rauf und der war sofort tot. Ich blinzle ihn an. Er kommt schon wieder nicht zum Punkt. Er will doch was ganz anderes. Und wann war das? So vor 2 Wochen. Bei dem großen Sturm, den wir hatten. Vor 2 Wochen? Da war Robert doch schon hier. Aber es war ein älterer. Schon Rentner, ja? Er steht breitbeinig da. Ein schmaler, drahtiger Typ. Verschlossen. Bestimmt hier aufgewachsen. Kommst du aus dem Dorf? Er nickt mir knapp zu. Diese feinen Gesichtszüge, irgendwie hat er was Feminines. Bis auf diesen flaumigen Oberlippenbart. Er traut sich nicht mehr ins Gesicht zu schauen. Was hast du mit dieser Hütte zu tun?
Gehört der Freiwilligen Feuerwehr. Bist du oft hier oben? Ja, schon. Das heißt, wenn hier jemand unterwegs ist, dann kriegst du es sicher mit, ja? Mhm. Ich heiße Jana. Und du? Wieder diese unangenehme Stille. Marco Sternberg. Sag mal, darf ich dich was fragen? Ich hasse diese Phrase. Du kommst nicht aus der Gegend, oder? Unten kennt dich auch keiner. Unten? Nein, ich komme aus... von woanders. Marco tritt nervös auf der Stelle. Ehrlich gesagt, ich habe hier gestern Nacht jemand ganz anders erwartet. Wen denn? Ein Freund von mir. Woher kennst du Robert? Marcos Augen verengen sich. Er mustert mich kritisch. Eigentlich sollte der hier gerade in der Hütte sein. Jetzt schaut er mich endlich mal an. Woher kennst du ihn denn? Ich bin seine Freundin. Ah, okay. Marco wirkt überrascht. Und hast du Robert hier getroffen? Nein. Als ich angekommen bin, war er schon nicht mehr da. Nur seine Sachen. Aha. Kann ich mal sehen? Marco drängelt sich an mir vorbei in die Hütte. Soll das so? Fragend zeigt Marco auf den Stuhl, mit dem ich die Tür zum Bauernschrank eingeklemmt habe. Ich nicke. Er wandert durch den Raum und bleibt vor dem Regal stehen. Seine Finger fahren über Roberts Skizzenkladde. Er hat in der letzten Woche ja echt viel gearbeitet. Ich zucke zusammen. Woher weißt du das? Marco dreht sich zu mir um. Hat er dir gesagt, woran er gerade schreibt? Mir auch nicht. Natürlich nicht. Du bist ja auch nicht Roberts Typ. Viel zu schlicht. Marco schaut auf den Stapel Feuerholz neben dem Ofen. Ich habe ihm damals gezeigt, wie das geht. Ist jetzt schon echt eine Weile her. Wie viele Jahre kommt er jetzt schon hier hoch? Robert kommt schon seit Jahren in diese Hütte? Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Der blufft doch. Will sich wichtig machen. Er hat mitgekriegt, dass hier jemand verschwunden ist. Andererseits, er weiß, dass Robert schreibt. Und da ist noch irgendwas, das spüre ich. Hey, du kennst dich doch hier im Wald aus. Marco zuckt mit den Schultern und nickt. Ich will Robert suchen, hier im Wald. Marco überlegt. Schließlich nickt er scheu. Ja, ich hätte sogar eine Idee, wo wir anfangen können. Es ist nachmittags, als Marco wieder vor der Hütte steht. Diesmal in Wanderhose, schwarzen Stiefeln, in einem Hüftgurt stecken seine Axt und ein Seil. Für den Fall, dass Robert unter Ästen hervorgeholt werden muss. Ich habe nur einen kleinen Rucksack dabei mit etwas Proviant und einem Pullover von Robert. Für alle Fälle. Gleich hinter der Kurve biegt Marco vom Weg ab. Ist kürzer, wenn wir hier lang gehen. Der Weg macht einen zu großen Bogen. Ich kämpfe mit den Zweigen, die mir entgegenschlagen. Sogar Bonnie hat ihre Mühen. Als wir nach einigen Minuten wieder aus dem Gebüsch heraustreten, bin ich baff. Vor mir erstreckt sich eine große Wiese, die sich sanft geschwungen wie eine Schneise durch den Wald zieht. Komm mal. Marco steht neben einem Hochsitz. Er grinst mich herausfordernd an. Traust du dich hier hochzuklettern? Warum sollte ich mich nicht trauen? Naja, Robert wollte da nicht hoch, mit seiner Höhenangst. Ich spüre, wie sich ein mulmiges Gefühl in mir breit macht. Aber ich sehe, du bist da anders. Robert, Höhenangst? Ist der Sitz überhaupt noch in Betrieb? Klar. Marco klopft auf die Streben. Naja, müsste schon mal wieder erneuert werden. Vielleicht sieht man was von oben. Los. Wie ein Wiesel sprintet er die Sprossen hoch. Bonnie schaut uns nach, sucht sich dann aber ein Plätzchen im Schattenwurf des Hochstands. Mach mal Platz. Ich schiebe mich neben Marco auf die Plattform. Natürlich kann man von hier nicht den ganzen Wald überblicken. Ich lasse meinen Blick schweifen. Da war gar kein Baum umgefallen gestern, oder? Woher kennst du Robert? Das erste Mal getroffen haben wir uns unten im Jäger. Robert hatte da ein Zimmer und saß abends an der Theke. Wir haben kurz gequatscht. Er hat mich direkt auf die Hütte hier oben angesprochen. Er schaut mich nicht an, starrt einfach in die Ferne. Wir haben uns sofort super verstanden. Haben die ganze Nacht über die neue Platte von Slipknot gequatscht. Markus plötzlich so redselig. Robert hat mir dann auf seinem Handy was vorgespielt. Ich glaube Sun O. Über sein Gesicht huscht ein Lächeln. Kennt sich gut mit Musik aus. Hier gibt's solche Leute nicht. Immer wenn er dann da war, bin ich hoch zu ihm in die Hütte. Wir haben uns eine Menge vorgespielt. Klar, dass er mit seinem Metal-Scheiß ein Landei beeindrucken kann. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Vor 3 Tagen. Da sind wir noch die...
Marco steht plötzlich auf. Lass uns weiter. Ich will dir was zeigen. Wo gehen wir hin? Zum Steinbruch. Da war ich mit Robert erst letzte Woche. Er war total scharf drauf, sich das mal anzusehen. Mich durchfährt es wie ein Blitz. Die Zeitung in der Schublade. Wegen des Massensuizids? Marco dreht sich verwundert um. Woher weißt du davon? Ich zucke mit den Schultern. Der Steinbruch ist nicht ganz ohne, wenn man sich da nicht auskennt. Vom höchsten Punkt aus sind es bestimmt 50 Meter schnurgerader Fall abwärts. Das überlebt keiner. Ich spüre, wie mein Herz klopft. Robert wird da schon nicht liegen. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas. Wir laufen schweigend hintereinander her. Bonnie raschelt neben uns im Gras, wie gut sie sich anpassen kann. Marco dreht sich plötzlich um. Robert stand ja total auf die ganzen Geschichten hier. Fand er irgendwie inspirierend. Was ich verstehen kann. Welche ganzen Geschichten? Hast du mal was von Aoki Gahara gehört? Ich schüttle den Kopf. Liegt in Japan, unten am Fuß vom Fuji. Da gehen jedes Jahr mehrere hundert Menschen hin, um sich umzubringen. Der Wald ist total zugewachsen und man findet die Leichen oft erst Tage später. Ist eine sichere Nummer da. Marco lacht bitter auf. Das hier ist so ein bisschen das deutsche Aoki Gahara. Hier bringen sich auch viele Leute um. Oder es hilft jemand nach. Wie meinst du das? Es gibt hier so eine Geschichte. So vor 200 Jahren oder so hat hier mal eine Familie im Wald gelebt. Mutter, Vater, 5 Kinder oder so. Einmal dreht der Vater voll durch, hat seine Axt geholt und erst die Kinder erschlagen und dann seine Frau. Fein säuberlich zerhackt hat er sie. Dann hat er alle Körperteile einzeln im Kreis vor der Hütte aufgebahrt und sich selbst getötet. Angeblich soll es ein Opferritual für den Teufel gewesen sein. Die Leute erzählen sich, dass seine Seele nie zur Ruhe gekommen ist und dass er heute noch hier im Wald unterwegs ist, als schwarzer Schatten. Ich muss grinsen. Das ist nach Roberts Geschmack. Ein Todessteinbruch und ein ruheloser Geist, der Menschen umbringt. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass Marco nicht grinst. Er glaubt diese Geschichten? Was treibt denn dieser schwarze Schatten so hier im Wald? Ich sehe, dass sich Marco über meine Bemerkung ärgert. Naja, es gibt hier halt immer wieder Unfälle, die sich keiner erklären kann. Und damit meine ich nicht nur die vielen Bäume, die einfach umstürzen und Leute unter sich begraben. Die Story kriegt mich nicht. Wie gesagt, die vielen Selbstmorde hier im Wald sind schon krass. Und einige davon sehen halt so aus, als hätte da jemand nachgeholfen. Vor einiger Zeit hat mal jemand an einem Baum unten am Fluss gehangen. Sein Kopf war zweimal um die eigene Achse gedreht. Und sein Oberkörper war voller Schnittwunden. Ich beiße mir auf die Lippen. Gibt es auch Menschen, die dem schwarzen Schatten entkommen sind? Da vorne ist es. Wir stehen vor dichtem Gestrüpp. Dahinter soll ein Steinbruch liegen. Marco schabt bereits mit seinem Fuß unter einem der Büsche. Guck mal, hier hinter geht's schon gleich runter. Diese Kante wandert jedes Jahr ein Stückchen weiter zurück. Hier sollte man im Dunkeln lieber nicht betrunken in die Büsche fallen. Er dreht sich nach rechts und läuft aufmerksam den Busch entlang. Komm. Ich kämpfe mich hinter Marco her. Vor uns schlängelt sich der Pfad steil den Berg herunter. Ich habe Mühe, nicht hinzufallen. Und hier bist du mit Robert runtergeklettert? Ja, letzte Woche erst. Er kannte die Strecke nicht und wollte unbedingt, dass ich mit ihm hier runtersteige. Marco wischt sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Ist jetzt nicht mehr weit. Wortlos klettern wir den Pfad weiter. Wie tief der Steinbruch hier wohl sein mag? Das Gestrüpp zu unserer linken Seite ist so hoch, dass man dahinter nichts erkennen kann. Mir ist mulmig zumute. Warum wollte Robert hier runterklettern? Marco antwortet nicht. Warum war er so scharf drauf? Hast du ihn das nicht gefragt? Marco? Ich kann sehen, wie sich sein Rücken anspannt. Dann bleibt er abrupt stehen. Deswegen. Er zeigt auf eine Stelle im dichten Gebüsch. Als ich näher komme, sehe ich einen kleinen Durchgang. Ein kleiner Weg, fein säuberlich mit Kieselsteinen ausgelegt, führt von hier direkt zur Kante des Steinbruchs. Was ist das?
Schau's dir doch an. Seine Stimme hat einen eigenartigen Unterton. Warum? Marco schweigt. Ich brauche einen Moment, bis ich es verstehe. Von hier springen die Selbstmörder. Langsam gehe ich auf das dunkle Loch im Dickicht zu. Ich werde nur kurz einen Blick hinunterwerfen. Was, wenn Robert da unten liegt? Noch 2 Meter. Hatte Marco nicht gesagt, dass die Kanten hier so brüchig sind? Marco? Ja? Marcos Stimme ist jetzt dicht hinter mir. Ey, was soll das? Marco hebt beschwichtigend die Hände. Ich guck nur, dass dir nichts passiert. Bleib genau hier stehen. Dann drehe ich mich wieder um. Langsam taste ich mich weiter. Jetzt ist es noch ein knapper Meter bis zur Kante. 30 Zentimeter. Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen. Dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen. Die Stimme hallt fern an meinem Ohr. Jemand packt mich hart mit beiden Händen. Etwas reißt an mir. Alles dreht sich. Ach. Ich kann nur blinzeln. Ich liege auf dem Rücken. Marco kniet direkt neben mir. Ich höre Bonnie winseln. Alles klar? Marco blickt mich entsetzt an. Oh Mann, scheiße, Jana. Das hätte ich nicht tun sollen. Langsam richte ich mich auf. Was meinst du? Mein Rücken schmerzt. Es wird erzählt, dass wenn man genau hier steht und da runter guckt, man von einem Sog erfasst wird und man den Wunsch bekommt, hier runter... Ich dachte also... Oh, ich habe noch nie jemanden getroffen, der da wirklich... Ich schlage mir den Staub von der Hose. Hat Robert hier runtergeguckt? Marco nickt stumm. Aber der hat nur gelacht. Okay, können wir vielleicht einfach weitergehen? Wir brauchen fast eine Stunde, bis wir den Grund des Steinbruchs erreicht haben. Dabei sprechen wir kein Wort. Was sollte das gerade? Hier stimmt was nicht. Mit Marco stimmt etwas nicht. Mit dem ganzen Ort hier stimmt etwas nicht. Ein Mensch kann doch nicht einfach so verschwinden. Am Fuß des Steinbruchs blicke ich hoch. Die schroffen Felswände breiten sich von hier wie ein Kessel zu allen Seiten aus. An vielen Stellen geht es einfach nur senkrecht hoch. Jana! Die Stelle, an der wir gerade standen, sie sieht winzig aus. Komm mal hier rüber. Marco ist vor einem Holunderbusch stehen geblieben und hält einen alten, zerlöcherten Schuh in der Hand. Nach sowas suchen wir doch, oder? Ich mustere Marco kritisch. Was machen wir hier, Marco? Marco blickt hoch. Was? Erst lockst du mich auf einen bescheuerten Hochsitz, dann soll ich den Springerpfad erkunden und nebenbei erzählst du mir Gruselgeschichten. Was soll das denn alles? Na, wir suchen Robert, oder? Wir suchen deinen Freund. Ach ja? Wo suchen wir denn? Hier etwa? Irgendwo hinter den Büschen? Wütend trete ich gegen einen Stein. Wenn Robert hier irgendwo liegen würde, hätte ihn doch schon jemand gefunden und die Polizei alarmiert. Weißt du was? Das werde ich jetzt auch tun, die Polizei alarmieren. Ich zerre mein Handy aus dem Rucksack. Verdammt, auch hier natürlich kein Empfang. Mann, das darf doch alles nicht wahr sein. Jana, lass gut sein, das bringt nichts. Marco steht teilnahmslos da. Er lässt die Arme hängen. Zeig mir dein Handy. Jana. Hol dein Handy raus, jetzt. Jana. Marco hebt wieder beschwichtigend die Hände. Hol dein Handy raus. Marco seufzt und greift in seine Tasche. Genervt drückt er auf sein Handy. Hier, kein Empfang. Warum sind wir hier? Okay, Jana, pass auf. Ich weiß, wo wir Empfang haben. Von mir aus können wir da auch gleich hingehen. Aber ich denke nicht, dass die Polizei kommen wird. Die werden nicht nach Robert suchen. Was? Ich würde dir gerne noch eine Sache zeigen, okay? Noch eine einzige Sache. Und von mir aus können wir dann runter ins Dorf und die Bullen rufen, okay? Aber sieh's dir wenigstens an. Ich sollte gehen, jetzt, auf der Stelle. Aber Marco kennt Robert, er kennt die Hütte. Er war anscheinend der Letzte, der mit ihm gesprochen hat. Wo ist diese Sache? Da vorne, an der Wand. Du gehst vor. Bonnie, bei Fuß. Marco kniet sich hin und schiebt die Zweige von der Wand weg. In dem Stein scheint ein Loch zu sein. Vorsichtig greift er hinein und zieht langsam etwas hervor, das wie ein Stück Stoff aussieht. Oh mein Gott, ist das Robert Slayer-T-Shirt? Aber, Marco? Das habe ich hier gestern gefunden. Lag da vorne am Felsen. Das hatte er vor ein paar Tagen an. Wortlos faltet Marco das T-Shirt auseinander. Ein Pentagramm. Marco blickt mich direkt an. Ich schüttle den Kopf. Was für eine kranke... Komm, Bonnie. Warte.
Jana! Marco springt auf. Ich glaube, dass Robert etwas zugestoßen ist, was die Polizei nicht lösen kann. Was, wenn die Geschichten stimmen, die man sich hier erzählt? Du hast sie doch nicht mehr alle, Marco. Lass mich in Ruhe. Jana! Jana! Du wolltest doch wissen, ob es jemanden gibt, der dem Geist entkommen ist. Ich drehe mich um. Marco hat sein Hemd hochgezogen, sein schmächtiger Oberkörper ist von rötlichen Narben überzogen. Die Schnitte scheinen sehr sorgfältig gezogen worden zu sein. Ein Pentagramm. Ich bin ihm entkommen.